So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Craft Attack 3. Und wie ihr wisst, habe ich gar nichts mehr, denn ich bin letzte Folge im End gestorben, beziehungsweise im Livestream bin ich gestorben im End. Ich mache aber heute eine Gin-Folge. Ich weiß nicht, wie ich das nennen mag. Soll ich das einfach Gin-Folge nennen oder Wenig-Gin oder keine Ahnung, den Hashtag habe ich verwendet auf jeden Fall, Wenig-Gin. Um eben wieder das zu machen, was ihr mir schreibt, was ich machen soll. Aber vorher will ich mich noch kurz ausrüsten, denn ich habe mein Equip alles verloren, wie gesagt. Deswegen machen wir mal kurz so ein bisschen Equip her. So, und da sind wir wieder. Komplett ausgerüstet mit unserer neuen Rüstung, die ihr jetzt euch mal ganz genüsslich anschauen könnt. Das neue Schwert, wo noch kein Schatten drauf ist. Der neue Bogen, wo noch kein Mending drauf ist. Und natürlich unsere Pickaxe. Ja, ich habe ja alles verloren, aber ich habe wieder alles zurück, beziehungsweise noch besser jetzt. Mir fehlt hier halt noch Feather Falling, Unbreaking, hier Unbreaking. Thorns natürlich überall. Auf dem Bogen, wie gesagt, Mending, Flame. Und auf dem Schwert noch Sharpness 5 und Unbreaking 3. Dann habe ich überall alles, was man sich drauf verzaubern kann. Dann eventuell noch ein zweites Paar Schuhe mit Frostwalker 2, aber kein Kram. Ja, wir machen heute eine Gin-Folge, deswegen fange ich auch direkt mal an. Und zwar kommt das erste von Bling Jing Max. Er schreibt, züchte ein Huhn und nenne es Alfred. So, du bist Alfred. Alfred! Und Feltix schreibt, töte ein Huhn. Habt ihr wirklich geglaubt, ich töte jetzt Alfred? Gixxe schreibt, trampel auf deinem Feld herum. Warum? Benauso schreibt, erkämpfe dir eine Schallplatte von einem Creeper und Skelett. Lol. Was ist das hier? Das ist es, Leute, das ist es. Das muss es einfach sein. Oh shit! Und es ist. Maul! Lol, Alfred! Was machst du denn hier unten? Bleib da drin, Kleiner. Bleib da drin. Das ist wunderschöne Musik. Wirklich. BXRNSNVN schreibt, mach ein MLG-Wörter von einem Block, wenn du das schaffst. Okay. Du bist ein Tier! Easy. FloLP02 sagt, mach eine richtig krasse Redstone-Konstruktion. Michael Strittmeier schreibt, geh dich ertrinken. Death schreibt, höre den neuen Hit vom Jüngling Hustensaft, Jüngling Junkie und mache ein bisschen Turn-Up in der Aufnahme. Ich bin ein Klamotten-Junkie, ich bin ein Codein-Junkie, ich bin ein Gucci, Givenchy, Armani, Versace, Ferrari, Cavalli-Junkie. Ich bin ein Klamotten-Junkie, ich bin ein Codein-Junkie, ich bin... Philipp schreibt, pflanze einen Baum in Revis Haus. Nice. So, den Teppich wieder hin. Passt. Nikemania schreibt, mach einfach gar nichts. Lina schreibt, mach einen Kopfstand, meinetwegen auch gegen die Wand.
Check ich nicht. Big Mitch schreibt, wie wäre es mit einer Falle vor G-Times oder Revis Haus? So, Falle steht. Und ich glaube, manche von euch kennen die noch. Das ist die Tim-Falle aus dem Battle. Aber ich habe extra unten einen Hopper hingestellt, der die Items, die runterfallen, in den Chest pumpt. Damit keiner rumheulen kann, dass er sein ganzes Inf verliert, weil er dann zu unfähig ist, in 5 Minuten runterzukommen. Und Agrex schreibt, lauf zickzack. Helly schreibt, schaff Skates Jump'n'Run. Okay, auf geht's. Ja, check ich nicht. Ist fertig. Gut, und dann beende ich die Folge mit einem Stegi. Und ich würde sagen, wir sehen uns erst zu Varro 4 wieder. Haut rein. Ciao.